Aber auf jeden Fall, ich brauche für meine Pokémon-Sammlung hier auf jeden Fall noch eine Pflanzen-Pokémon. Denn ich denke, dass es ganz wertvoll wäre für mein Team. Haben wir hier die Trainer eigentlich schon gemacht? Nee, perfekt. Na, dann zeig mal, was du drauf hast, Beauty. Olivia. Ein Bisasam, okay, den würde ich echt direkt ganz gerne wegfangen. Ich probiere mal was aus. Vielleicht klappt's ja. Bin mir da nicht ganz sicher, weil so leveltechnisch ist es eine schlechte Idee. Wobei ich sehe gerade, das kann nicht klappen, weil wir haben jetzt hier Pflanzen-Pokémon. Da habe ich irgendwie gerade falsch gedacht. Das ist natürlich total schlecht. Ah, machen wir mal hier Sianna. Und die wird das Ganze sowieso richten. Sie richtet ja generell alles eigentlich. Machen wir die Bissattacke. Wird schon stimmen. Ja. Und weg war er. Und als nächstes wird wahrscheinlich der Bisaflor kommen, so wie ich hier die Trainerin einschätze. Ich bin nebenbei am Überlegen, haben wir die wirklich noch nicht gemacht? Irgendwie kommt die mir so bekannt vor. Oh, richtig geraten. Oder kann das sein, dass die sich resettet haben jetzt nach dem Update, weil das Spiel hat ja ein Update erfahren. Jetzt neulich. Oh, das ist sogar kein Instant-Hit. Das ist ja mal was ganz Neues. Naja, aber damit komme ich klar. Ich setze hier nochmal den Takedown und das dürfte genügen hier für die letzten HP-Restelchen. So, XP-mäßig geht da auch eigentlich eine ganze Menge. Ist gar nicht mal so schlecht gelaufen. Können wir mitleben. Ich fahre nochmal durchs hohe Gras. Mal sehen. Ah, ein neues Mirapla. Können wir ja direkt mal fangen. Und dazu nehmen wir natürlich Turtok und sagen wieder, wenn das überlebt, überlebt das. Ansonsten ist die XP unsere und wir sind alle glücklich. Also so oder so, Win-Win-Situation für uns. Machen wir die Water Gun. Das sollte eigentlich nicht effektiv sein und ich denke mal, so ein bisschen überhalb werden wir kommen, oder? Oder ist die Resistenz. Blablabla. Oder ist die Resistenz so stark? Nein, genau. Ein bisschen überhalb haben wir es geschafft. Aber ich glaube, das ist noch nicht genug, eventuell. Machen wir nochmal hier weiter. Der könnte jetzt natürlich ein bisschen Schaden nehmen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Okay, Sleeping Powder, das ist natürlich echt extrem blöd. Na, verdammt. Alle anderen Pokémon würden das Vieh direkt kaputt machen, dann. Ah, Shadow ist mir zu unsicher. Nicht, dass er sich hinterher noch entwickelt und am Tag wäre es natürlich extrem blöd. Dann fällt die Wahl einfach mal randommäßig auf Radikal. Radikal ist ja generell auch ein sehr gutes Pokémon, allerdings Normaltyp weiß ich nicht, ob ich das brauche, ehrlich gesagt. Machen wir mal die Quick Attack. Vielleicht überlebt es sogar, aber ich denke nein. Ach, naja, gut. Da können wir leider nichts machen. Die XP wird auch durch 3 geteilt. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber egal. Ich würde mal sagen, wir fliegen jetzt direkt erstmal wieder ins Pokémon Center. Da müssen wir die ganzen schlafenden Pokémon erstmal aufwecken. Besser ist das. So, liebe Schwester Joy, meine Pokémon sind eingeschlafen. Oh, eingeschlafen wie die Füße? Nee, eingeschlafen wie die Pokémon. Ach so. Ja, war ja eigentlich klar, oder? Ja, stimmt. Ja, aber weißt du was? Ja, was denn? Wenn ich hier immer die ganze Zeit so stehen muss, dann schlafen manchmal die Füße ein und. Ja, ich habe keine Ahnung, was du laberst. Tschüss, tschüss. So. Gut, jetzt habe ich sie doch noch ganz kleines bisschen gesprochen. Ich denke mal, das war im Rahmen, aber wie gesagt, hohe Stimmen sind ja bekanntlich auch bei Frauen nicht gut, weil die sind ja irgendwie darauf programmiert, auf hohe Töne zu hören, weil so evolutionstechnisch war da, glaube ich, was mit dem Kindergeschrei oder so, ne? Das heißt, bei schlafenden Frauen immer tief reden, für die Leute, die das nicht wissen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo ich das stand mal irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Vielleicht erkläre ich jetzt auch hier höchstgradig viel Scheiß, aber ist mir um die Stunde eigentlich auch egal. Wir haben es fast 24 Uhr nebenbei. Ja, jetzt kommen bald die Geister raus. Wobei, die Geisterstunde, war das eigentlich? Ja, gut, genau. 24 Uhr war die, also 12 Uhr war ja die bekannte Geisterstunde und 3 Uhr dann die Dämonenstunde anscheinend, ne? Irgendwie so war das doch.
ist als Kind oder als Jugendlicher kann ich mich damit richtig gut aus eigentlich. Da konnte ich euch alles sagen, aber mittlerweile irgendwie schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. So Dämonenstunde, Geisterstunde. Es gab ja auch früher, wenn wir schon mal so dabei sind, immer dieses, vielleicht kennt das jemand, diese Rituale, die man auf jeden Fall mal gemacht hat. Ich denke mal, so ziemlich jeder von euch, oder vielleicht bin ich ja einfach nur zu krank im Kopf und vielleicht denke ich einfach nur, das würde jeder machen, aber im Endeffekt war ich der Einzige, aber so Sachen wie zum Beispiel Gläserrücken oder Bloody Mary, come to me. Ich meine, das hat irgendwie in der Kindheit, macht das glaube ich jeder, oder? Hat das jemand nicht gemacht? Oder kennt das jemand nicht? Also bei mir hat beides nicht funktioniert. Sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, man muss auch wirklich daran glauben. Das Problem ist einfach auch, dass in manchen Gruppen, zumindest bei diesem Gläserrücken, da wollen irgendwie alle, dass es klappt und irgendeiner ist immer da, der dann am Glas schiebt und dann denken sich alle anderen, wuh, und im Endeffekt hat jeder am Glas geschoben. Also es ist immer so ein bisschen blöd halt gewesen, aber das ist auch eher so zum Partyspiel verkommen, dieses Gläserrücken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Leute es gibt bestimmt Leute, die das ernst nehmen, aber ich denke eben, mittlerweile ist es halt wirklich so ein Partyspiel. Früher haben wir auch uns das Ganze selbst gemacht. Das heißt, wir haben uns selbst so einen Tisch zusammen gefertigt. Das war dann halt so ein so eine Pappe und darauf haben wir uns dann ein paar Buchstaben, also das Alphabet draufgeschrieben und Antworten wie Ja und Nein. Aber so wirklich geklappt hat das wirklich nur, wenn sich irgendjemand dazu bereit erklärt hat, das Ding zu bewegen. Wobei es natürlich im Endeffekt keiner zugegeben hat, dass er es bewegt hat, aber irgendjemand muss es bewogen haben. Bewogen? Ist auch egal eigentlich. Aber, in der Jugend definitiv ein witziges Partyspiel. Kann man mal machen. Ich weiß, also Gläserrücken, ich weiß gar nicht mehr genau. Wisst ihr genau, wie das funktioniert? Also ich meine, man muss da irgendwie So Seelen anrufen oder irgendwie sowas. Und wir werden das auch gemacht, mit in das Glas reinhauchen dann irgendwie. Und dann ist die Seele irgendwie drin gefangen oder irgendwie sowas war das. Aber fragt mich nicht mehr. Da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Varianten. Aber vielleicht gibt es ja eine. Also wenn ich da ein bisschen auskenne, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Wäre vielleicht immer ganz witzig irgendwie. Weil da gibt es bestimmt so die richtige Methode, wie man das hundertprozentig macht. Aber die Frage wäre ja auch so, glaubt ihr da dran? Also ist da irgendwas? So Gläserrücken, macht das Sinn? Klappt sowas? Oder auch hier, vielleicht dieses Bloody Mary, come to me. Habt ihr da Erfahrungen mit? Habt ihr das schon mal gemacht? Und wenn ja, habt ihr was gesehen? Also es ist ja diese, wie soll man es überhaupt sagen? Dieses Bloody Mary, come to me, soll man sich ja zu einer gewissen Uhrzeit vorm Spiegel stellen und das aufsagen und angeblich erscheint einem dann die blutige Mary oder irgendwie sowas. Also ich kenne das Bloody Mary, da kenne ich den Cocktail, der schmeckt relativ lecker, aber selbst damit sehe ich dann vom Spiegel nichts. Also vielleicht, wenn ich mir irgendwie, keine Ahnung, 5 Gläser kippe, dann vielleicht, aber ansonsten, ich glaube, eher weniger. Aber erstmal zurück zum Spiel. Wir sind hier gerade voll im Bossfight drin, das heißt, wir sollten das Ganze hier nicht zu lax nehmen. Von daher erstmal wieder den Turtok rausgenommen. Dann werden wir ein bisschen getackelt, das ist überhaupt kein Problem. Wir surfen erstmal ein bisschen hier auf der Pupskanone. Und das war sogar sehr effektiv. Pupskanone ist tot. Und ich nehme mal an, die Weiterentwicklung kommt jetzt direkt oder nochmal derselbe und dann die Weiterentwicklung. Irgendwie so könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Ah, gut. Aber die hier sind auch immer zusammen. Hier der Slimer oder Slimog und der große Pupsball, die beiden, die gibt's immer im Doppelpack anscheinend, aber okay, scheinen bestimmt auch die gleiche Form zu sein oder die gleiche Rasse oder sowas. Und hier ist die Weiterentwicklung, wer hätte es gedacht? Eigentlich jeder wahrscheinlich, oder? So, reicht eine Bissattacke oder, na komm, wir gehen aufs Ganze, wir machen einen Surf. Scheißegal, wir können ja nochmal ins Pokémon Center wandern, dann freut sich die Schwester Joy wieder. Hat mich jemand gerufen? Nein, nein, bleib zu Hause, komm Schwester Joy, geh mir nicht auf den Sack. Okay. Ja, okay, so viel zur Schwester Joy. So, wir haben ein bisschen Geld bekommen und dann würde ich sagen, wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir uns hier den Biker auch noch an. Oder haben wir den schon gemacht? Aber ich denke mal, es hat sich resettet oder so. Oh, den haben wir echt schon gemacht? Ist ja blöd eigentlich. Na gut, dann widmen wir uns wieder dem wilden Pokémon und den hatten wir schon lang nicht mehr. Tja, wollen wir mal hier ausprobieren eventuell?
Okay, der wollte uns direkt hier einschläfern, aber es hat leider nicht ganz so gut geklappt, oder beziehungsweise Gott sei Dank nicht so gut geklappt. Ah, wir machen hier weiter mit dem Radikal. Und hier unser, wie haben wir sie genannt? Unsere Rollmobbe. Die ist auch kurz vorm Level Up. Das ist auch ganz geil eigentlich. Also ich denke mal, hiernach ist sie dann ein Level höher. Ich weiß gar nicht mehr genau, auf welchem Level sie dann wäre, aber auf jeden Fall jedes Level hier ist ganz gut. Und das war natürlich ein One-Hit und wir sind paralysiert, ist nicht ganz so geil, aber das soll mich jetzt erstmal nicht weiter stören. Oh, gab's kein Level Up? Das ist aber echt extrem schade. Naja, dann vielleicht bei dir, lieber Blutzuck. Gefangen haben wir den schon in endlosen Varianten, natürlich. So, wir wählen nochmal Radikal, weil es so gut geklappt hat. Radikal ist weiterhin ein Pokémon, was ich eigentlich sehr geil finde. Es ist auch sehr stark, aber ich weiß halt nicht, ob es eine reelle Chance hat hier bei den krassen Pokémon-Trainern. Ihr wisst, was ich meine, hier die Special 7 oder wie auch immer das war. Ich trinke mal schnell ein Schlückchen. Kleinen Moment. So. Aber primär haben wir ihn natürlich auch nur dabei, damit er hier den Zerschneider machen kann. Also das ist momentan die wichtigste Funktion, glaube ich, hier vom Radikal. Achso, und wir sind paralysiert. Das ist natürlich echt blöd. Ich probiere es einfach nochmal hier mit dem Hyperfang. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir leider hier wechseln. Okay, nee, hat geklappt, oder? Ah, hat nicht geklappt, verdammt. Gut. Dann bringt es der Turtok jetzt einfach mal zu Ende. Und der steht auch schon wieder kurz vom Level Up und dann hat er hier die Psyana schon wieder eingeholt. Die liefern sich hier in Kopf-an-Kopf-Rennen, ist aber eigentlich ziemlich geil. Und ich würde mal sagen, so ab Level 50 würde ich die vorerst gar nicht weiter leveln. Dann würde ich nämlich erstmal ein paar andere aufleveln. Weil ich nehme stark an, dass wir mit Level 50 schon ein bisschen Chancen haben. So, was ist hier hinter eigentlich? Wir schneiden uns hier mal mittels Radikal durch und haben irgendwas gefunden, irgendwas Schönes. Hier sind ein paar Trainer und ansonsten nicht viel. Dann machen wir doch einfach mal die Trainer. Oh. Okay, doch, war ein Trainer. Hab mich schon gewundert, weil die jetzt weggegangen ist auf einmal. Nicht, dass das ein Spieler war und ich irgendwie so blöd jetzt an dem dran war. Naja, bisschen Schwund ist immer. Wo wir gerade bei Schwund sind. Was sagt eigentlich deine Happiness? Die ist gar nicht mal so schlecht eigentlich mittlerweile, weil wir auch viel jetzt gerannt sind. Hier wechseln wir direkt mal auf... Ja, nochmal auf Radikal. Warum eigentlich nicht? Der war paralysiert, aber vielleicht ist das gleich zu Ende. Wäre ja ganz gut eigentlich. Warte mal, was ist das nebenbei für ein Pokémon hier? Noch nie gesehen. Noch nie gesehen. So, egal. Hyperfang oder Hyperfang, je nachdem. Feng Shui, Hyper Feng Shui, das ist die extreme Form von Feng Shui, das ist ein Hyper Feng Shui. Und Hyper Feng Shui hat sogar getroffen. Das heißt, alle Möbel jetzt mit einem Schlag total umgeräumt, alles links in die Ecke. Kann man zwar jetzt nichts mehr benutzen, aber immerhin Feng Shui-mäßig alles richtig eingerichtet. Oder auch gut ist irgendwie Stühle umdrehen oder so, das ist fürs Karma und fürs Chi total geil. Also einfach so Stühle umdrehen. Schaffen wir das eigentlich? Komm, wir probieren es nochmal. So. Vielleicht schaffen wir das mal. Ansonsten müssen wir halt noch wechseln. Aber ich denke mal, wenn die Attacke jetzt klappt. Ach, fuck. Gar nicht so schlecht, das Pixie. Gut, dann fahren wir mal härtere Geschütze auf. Und beenden das Ganze dann mit dem Turtok. So, was machst du zuerst? Achso, du machst deine Defense ein bisschen größer. Ja, ist gar nicht mal so schlecht gedacht, aber ich denke mal, der Surfer wird dich jetzt trotzdem umhauen. So, schön. Und wenn das mal kein Level Up ist, dann weiß ich auch nicht. Komm, gib mir das Level Up, das wäre ziemlich geil jetzt eigentlich. Ach, verdammt. Ja, aber wir merken schon jetzt mit dem höheren Level, dann dauert das halt noch ein bisschen, aber immerhin haben wir noch ein bisschen Geld bekommen und wir sind blöderweise wieder runtergesprungen. Das ist natürlich... nicht das, was ich ursprünglich vorhatte, aber naja, egal. Was gibt's hier oben eigentlich noch Schönes? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus da, hä?
Ich würde mal sagen, wir gehen hier nochmal ein bisschen durchs Gras spazieren. Vorsicht vor den Zecken natürlich, aber mittlerweile sterben die ja sowieso ab. Also es wird ja immer kälter mittlerweile. Von daher bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, da achtet man erst wieder richtig drauf, wenn man einen Hund hat, ehrlich gesagt. Also Zecken waren lange Zeit für mich eher wenig so ein Problem, weil, weiß ich nicht. Ich bin zwar ein Mensch, der gern auch mal durch Wald- und Feldwege geht, aber irgendwie hatte ich immer Glück gehabt bisher. Aber der Hund, Alter, ohne Mist, der hat gnadenlos überall Zecken. Der zieht hier an wie ein Magnet, aber Gott sei Dank haben wir jetzt so ein Puder gefunden. Jetzt geht's eigentlich ganz klar, aber wenn der mal so seine halbe Stunde hier durch die Pampa gerannt ist. Alter, Alter, Alter. Also, mittlerweile, wie viele Zecken waren es? Ich meine, ungefähr. Na, waren es 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist schon eine ganz schöne Menge. Also dafür, zum Beispiel meine Katze, die jetzt leider bei meinen Eltern wohnt, weil Katzen sind ja so Heimtiere, das wäre ja blöd gewesen, die jetzt mit in eine Wohnung zu nehmen. Die war auch ihr ganzes Leben lang draußen. Und die zum Beispiel, die ist ja von morgens bis abends eigentlich draußen. Also das ist ein totaler Freigänger und die Katze irgendwie hat so gut wie nie Zecken und der Hund irgendwie in ein paar Monaten, ich weiß, wie lange haben wir den, weißt du? Ich rede schon wieder über Hunde, das sollte ich ja eigentlich lassen. Weil ich glaube, das ist das Thema. Ich weiß gar nicht, ob es ankommt. Aber scheißegal, ich rede jetzt einfach mal ein bisschen über Hunde. Warum auch nicht? Ich glaube, wir hatten auch schon mal das Thema. Ich rechtfertige mich nicht mehr für Themen. Ich ziehe einfach durch. Naja, auf jeden Fall fand ich das schon irgendwie ein bisschen komisch, dass der Hund so anfällig ist für Zecken und die Katze so wenig eigentlich. Aber naja, vielleicht auch nur purer Zufall. Aber ich bin froh, wenn die Viecher endlich tot sind. Wird auch langsam Zeit. Danke, lieber Winter, dafür, dass du mir die Viecher vom Hals hältst. Was nebenbei auch sehr schlimm war. Momentan oder ja, diesen Sommer fand ich diese verfickten Wespen. Ich hasse Wespen. Also es geht bei mir so das schlimmste Tier oder das schlimmste Insekt überhaupt sind Wespen. Anhänglich und aggressiv wie nur was. Also ich hasse sie abgrundtief. Das sind für mich so Tiere, da bin ich richtig froh, wenn der Winter kommt. Und ich freue mich auch über jede tote Wespe, die ich sehe. Und ach Gott, ohne Mist, das geht so super gut.